Ich möchte Sie zunächst einmal bitten, nicht mehr über die Frage nachzudenken, dass man neben der Versicherungsmaklertätigkeit ja auch noch andere Dienstleistungen anbieten könnte und dafür ein eigenständiges Entgelt berechnen kann. Das sind zwei verschiedene Dienstleistungen, die natürlich auch unterschiedlich entgolten werden. Ich möchte Sie jetzt noch einmal bitten, sich nur in Anführungsstrichen mit dem Bereich zu beschäftigen, der Ihre klassische Maklerkotage betrifft. Nochmal, der Bundesgerichtshof lässt die individuelle Honorarvereinbarung ebenso wie ein Kotage- oder Provisionsmodell zu. Und Sie können auch verabreden, so sagt jedenfalls das Handelsgesetzbuch, wer bezahlen soll. Wir kommen gleich darauf zurück. In Deutschland haben wir einen Handelsbrauch. Nach diesem Handelsbrauch zahlt der Versicherer typischerweise die Kotage. Das muss so nicht bleiben, das kann man ändern. Und dann ändert sich so manch anderes auch. Wenn man eine Kostenausgleichsvereinbarung mit seinem Kunden schließt, was man darf, dann muss das klar und verständlich sein, wie wir schon vorhin gesehen haben. Und die schöne Frage lautet jetzt, kann man das auch kombinieren? Also kann ich Kotage mit Honorar verbinden und addieren? Und wenn ja, wie? Und wenn es zulässig sein sollte, gibt es irgendwo so etwas wie Höchstgrenzen? Also es wäre zum Beispiel denkbar zu sagen, wir machen eine Honorarvereinbarung mit dem Kunden, der Kunde schuldet Honorar und es bleibt bei der Kotagevereinbarung mit dem Versicherer, der schuldet die Kotage. Das ist ein Denkmodell. Ich spiele jetzt mal so zwei, drei Modelle mit Ihnen durch, die vielleicht denkbar sind. Makler vereinbart Beratung mit VN. Beim Abschluss entsteht eine Provision, eine Kotage, die zahlt der Versicherer. Jetzt könnte man mit dem Kunden eine Vereinbarung dahin treffen, dass in diesem Fall dann eine Verrechnung stattfindet. Honorar gegen Kotage, soweit die beiden sich decken, sind die Dinge im Ausgleich. Ist das Honorar höher gewesen, zahlt der Kunde eine kleine Differenz dazu und umgekehrt müsste man ihm dann etwas auskehren. Sehr ähnlich machen es übrigens die Schweizer. Alternative 2, Makler verabredet mit Versicherungsnehmer Honorar, sagt ihm aber gar nicht, dass es auch noch einen Versicherer gibt und dass der ihm eine Kotagezusage gemacht hat. In diesen Fällen wird man an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aus dem Bereich der Finanzdienstleistung nicht vorbeikommen. Dort hat es ähnliche Fälle gegeben, wo der Emittent von Wertpapieren dann an die vermittelnde Bank, das wäre dann bei uns der Makler, die vermittelnde Bank, eine Rückprovision gezahlt hatte, den die Schweizer sehr nett Retrozession nennen. Wir nennen das etwas weniger nett Kickbacks. Aber ob man das so oder anders nennt, wenn man das nicht offenlegt, so sagt schon das BGB und auch der Bundesgerichtshof in diesen Bereichen, dann muss man die Kotage von der ja der VN nichts wusste, an den Kunden herausgeben. Also das ist kein so ganz intelligentes Modell. Ich rate also von diesem Modell ab. Es bringt nur Ärger. Drittes Modell, Maklerlohn, wie das im HGB steht, jeder die Hälfte. Aber Honorar für die Beratung ist eben nicht Maklerlohn. Denn der Makler wird ja tätig nach § 652 BGB. Er wird also als Vermittler tätig. Der Makler ist nicht der Berater, sondern er bekommt sein Geld für die Vermittlung, während der Beratungsprozess eine
ein Entgelt für die Beratung bekommt. Wir zerlegen also diese beiden Modelle. Das könnte man denken. Wir verabreden also mit dem Kunden, die Vermittlung, die ich schulde, dafür musst du nichts zahlen. Das trägt nämlich der Versicherer, die Kortage. Die Beratung, die ich dir angedeihen lasse, dafür schließen wir beide eine Vereinbarung. Die bezahlst dann du. Das ist im Modell des HGB und des BGB so eigentlich angelegt. Das haben wir nur alle irgendwie vergessen, weil wir einen Handelsbrauch haben, der eben völlig anders ist. Aber wir könnten dieses Modell, das ist völlig rechtmäßig, beleben, wenn wir das denn wollen. Das heißt, die Geschäftsbesorgung in Form der Beratung erfolgt gegen Entgelt, Vermitteln erfolgt ebenfalls gegen Entgelt, ist aber was ganz anderes. Das heißt, der Makler kann eben, so ist auch mal die Vorstellung des Gesetzgebers gewesen, für beide ganz unterschiedlichen Dienstleistungen, die er ja erbringt, auch ein Entgelt berechnen. Nur, wie gesagt, es wird so nicht gelebt. Wenn man einmal so denkt, meine Damen und Herren, und sich also vorstellt, wir machen ein Kombinationsmodell aus Beratungsentgelt einerseits und Kurtageentgelten für die Vermittlung andererseits, dann kommt man natürlich schon zu der Frage, von wann an wird das Zusammenzählen dieser beiden Bereiche vielleicht sittenwidrig. Sittenwidrig deshalb, weil es in § 138 BGB heißt, dass man unter bestimmten Voraussetzungen, wenn etwas zu teuer ist, dann eine Grenze einhalten muss, dass Verabredungen dieser Art dann zu hoch und damit nichtig sind. Immerhin, der BGH hat schon mal gesagt, 7,794% als Lebensversicherungsentgelt ist nicht unüblich. Würden vielleicht einige hier im Saal gerne haben. Ich merke, dass ich nicht so Unrecht habe. Danke Ihnen. Genau, habe ich wieder fast schon gedacht. Jetzt machen wir mal den Blick. Also wir haben eine Recherche versucht zu machen zu allen Entgelten von Maklern, die es überhaupt bisher so gibt. Und dann haben wir viele Fälle gefunden, die etwas mit Immobilienverträgen zu tun haben. Man kann es sehr vereinfachen. Fast alle Gerichte sind sich einig, dass dort eine Maklerprovision zwar üblicherweise zwischen 3% und 5% liegt, aber die Sittenwidrigkeit erst so bei 30% beginnt. Also Sie sehen eine gigantische Spanne. BGH sagt das, Potsdam sagt das, OLG Frankfurt ist knauserig, 12% des Kaufpreises, also schon deutlich drunter. Finden die sittenwidrig? Jetzt habe ich wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Momento. Aha. So, Brandenburg ist wieder großzügig, 27,56. Ganz anders argumentiert man bei Profisportlern, 10% vom Jahresgehalt. Profisportler werden vermittelt, wissen Sie. 10% vom Jahresgehalt eines solchen Sportlers seien dann sittenwidrig. Ich weiß nicht, wenn der so 10.000 Euro kriegt. Also der muss schon viel Geld gekriegt haben, vermute ich mal. Darlehenszinsen ist auch ein Bereich, der viele von uns auch betrifft. Da gibt es die berühmte 100%-Formel des BGH, immer dann sittenwidrig, wenn ich 100% über Marktzins liege oder bei realen Abweichungen 12% drüber weg bin. Passt alles für Versicherungen nicht so richtig. Letztlich die Formel, um die es geht, ist maßgeblich der objektive Wert der verglichenen Leistungen, also das verkehrsübliche Äquivalent. Was ist daraus die Konsequenz für uns, Honorar und Beratung und Kortage für Vermittlung? Wenn wir das addieren, dann müssen beide Leistungen üblicherweise gemeinschaftlich bewertet und jetzt da geschaut werden, was ist üblich im Markt. Das so sagt jedenfalls, ich glaube auch zu Recht, mein Kollege Armbrüster von der Freien Universität in Berlin. So, jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, marktüblich ist das doch bestimmt, was jetzt im Gesetz steht. Der neue 50 VAG, das Gesetz, was gerade in Kraft getreten ist, etwas kompliziert und etwas lang geraten. Aber da steht es für die Krankenversicherung, 3,3% der Brutto,
Beitragssumme über 25 Jahre. Wenn man das mal so umrechnet, dann kommt man auf 10 Monatsbeiträge. Das ist die Lex Göker, glaube ich. Ich glaube, so hieß der Mensch, der uns das eingebrockt hat, diesen Unsinn. Aber er steht im Gesetz und er wird die Frage natürlich auslösen, ist das jetzt womöglich ein Leitbild für uns alle? Also 3,3, ist es das? Provisionsdeckel betrifft die substitutive Krankenversicherung, diese Versicherungssparte. In anderen Sparten, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, sind andere Kurtagesätze üblich und seit langem auch gelebt. Also ich würde im Moment mal sagen, wir haben es hier mit einer Sondersituation zu tun, einem besonderen Problem, das eben tatsächlich durch einen Göker ausgelöst worden ist. Ich glaube, wir waren dann bei 18 Monats Beiträgen und das fand dann unsere BaFin irgendwie zu viel des Guten. Ob man das ins Gesetz hätte schreiben sollen, sei mal dahin, steht im Gesetz. Jedenfalls meine vorläufige Analyse ist, das ist nicht das Marktübliche für alle Sparten, sondern eben nur das, was in der substitutiven Krankenversicherung gilt. Was ich jetzt mache, das müssen Sie alles mit sich selbst, mit Ihren Verbänden, das ist eine schlichte Empfehlung, die aber durch nichts zwingend ist. Die kann man völlig anders diskutieren. Ich selber würde sagen, man könnte vielleicht viele Freunde gewinnen, wenn man sagt, der Kunde, der die Dienstleistung des Maklers bezahlt, in Anspruch nimmt, der soll sie auch bezahlen. Das ist die Grundidee, die wir nicht leben in der Republik, sondern wir leben ein Modell, bei dem viele Kunden glauben, irgendwie sei Versicherungsberatung und Vermittlung sowas umsonst, erst wenn ich unterschrieben habe, dann. Das ist eine Fehlvorstellung, die sollten wir versuchen zu beseitigen, weil Ihre Leistung immer was wert ist, wenn Sie sie denn anbieten. Und das ist wichtig, dass Kunden begreifen, dass sie etwas bekommen von Ihnen, sodass man sich sagen kann, na gut, ich habe hier den kleinen Kunden, den Einsteigerkunden, der bei mir die erste PHV macht und der hat wirklich vielleicht noch studierend, der hat wirklich wenig Geld. Natürlich kann ich bei dem vereinbaren, dass ich einen Honorarverzicht vornehme. Das tun Sie ja indirekt auch heute ständig. Nur das begreifen die Kunden nicht. Ich würde also hier dafür plädieren, dass man immer dann, wenn man darauf verzichtet, dass man etwas getan hat, aber dafür nichts bekommt, dass man das auch offenlegt, dass man auch sagt, guck mal, ich habe hier 2 Stunden gesessen, dafür müsste ich eigentlich, darauf will ich aber, weil du es bist und weil ich daran glaube, dass du eines Tages ein guter Kunde von mir wirst, heute mal verzichten. Und wenn man das dann sich unterschreiben lässt, dann begreift der Kunde, dass sie was wert sind. Ich glaube, das ist der erste Schritt in ein neues Entgeltmodell hinein. Das Modell habe ich mal bei einem Verband auch nur als Idee präsentiert. Auch das müssen Sie überhaupt nicht richtig finden. Aber man könnte vielleicht mal anfangen, über solche Modelle zu reden, wo man sagen würde, bei Abschluss nehmen wir etwas bei Sach- und Haftpflicht, Leben, Kranken, BU, Hälfte VR, Hälfte VN generell. Und wenn kein Abschluss zustande kommt, erste Stunde mit Anfahrt 100 Euro, danach 80. Für die jährliche Betreuung gäbe es dann eine laufende Provision. Die Sätze sehen Sie, ich habe das sind reine Vorschläge, das muss man alles so nicht machen. Es führt zu einem völlig anderen Denken und Modell auf beiden Seiten. Auch hier trägt der Kunde die Hälfte und der Versicherer die andere Hälfte. Die Versicherer werden sofort Nein sagen und sagen, dann kann ich die Kosten für die Provision, für die Kurtage nicht mehr aktivieren. Also man wird mit den Versicherern ringen müssen, um ein solches Modell durchzusetzen, das sie aber in eine sehr viel komfortablere Situation bringt, bei der ihre Dienstleistung, die sie permanent erbringen, einen permanenten Wert hat. Und wenn Sie ein solches Modell zu Ende denken, dann müssten Sie es, weil es dann ein Modell für die Vermittlerschaft insgesamt wäre,
daran denken, dass man das als Konditionenkartell beim Bundeskartellamt anmelden muss. Das heißt, das Kartellamt wird noch einmal mitreden wollen, ob dann auch keine Wettbewerbsbeschränkungen übermäßiger Art drin sind. Man hätte eine Vermittlungskostentransparenz über die Marge. Innerhalb dieses Systems würde natürlich weiterhin Wettbewerb herrschen. Und und damit hätten Sie eine Art, wie nennen das die Ärzte, die GOE für Ärzte. Bei Ihnen wäre es also die Maklervergütungsmatrix, über die wir dann reden würden und die dann eine gewisse Marktwirkung hätte, insbesondere die, dass jeder wüsste, egal was er tut. Eines muss ihm klar sein, Sie sind Kaufleute und was ein Kaufleut in seiner Dienstzeit tut, das kostet, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Dr. Schwintowski, für diese Möglichkeit. Ich habe gerade